Ein ganz aktuelles Thema nach dem G20-Gipfel ist auch, dass immer mehr herausgearbeitet wird, wie denn die Verhältnisse und die Beziehungen zwischen den offiziellen, meist linken SPD-Stadtoberen und den Linksextremisten sind. Ein jüngstes Beispiel von heute ist, dass in Düsseldorf ein bekannter Linksextremist von der interventionistischen Linken zu 40 Tagessätzen verurteilt worden ist, wegen Sitzblockaden und Widerstands gegen Staatsgewalt. Gibt es vergleichbare Tendenzen auch aus Nürnberg zu berichten? Also wir haben in Nürnberg eine relativ gute Unterstützung der linksextremen Szene, gerade auch jetzt durch die Stadt. Wir hatten im letzten Jahr im Oktober einen Antifa-Kongress, wo sich die bayerische Antifa getroffen hat, unter anderem auch in städtischen Räumlichkeiten. Und man dort den Linksautonomen, die ja teilweise jetzt auch Hamburg massiv verwüstet haben, da städtische Räumlichkeiten für deren Tagung zur Verfügung gestellt hat. Wir haben in Nürnberg etwas, das sich Allianz gegen Rechtsextremismus nennt. Das ist ein Bündnis von Gewerkschaften, von linksextremen Gruppierungen und von vielen Körperschaften, wie beispielsweise auch der Stadt Nürnberg, die dort offiziell zusammenarbeiten und die dann gemeinsam dazu aufrufen, beispielsweise der AfD keinerlei Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, und machen dann Aufrufe an Gastronomen, an Hoteliers und so weiter und so fort, wo wir sagen, da ist definitiv der Boden dessen verlassen, was eine Stadt im Rahmen ihrer Neutralität, denn sie muss ja alle Bürger dieser Stadt repräsentieren an sich, wirklich darf. Der ist da verlassen, dieser Boden der Neutralität. Und das nur, weil man sich ideologisch mit irgendwelchen Linksextremisten verbunden fühlt. Und deswegen ist eine der Kampagnen, die wir als AfD da auch fahren in Nürnberg, die auch sehr erfolgreich waren, ist zu sagen, wir fahren eine Kampagne gegen Extremismus jeder Art. Denn egal, ob jemand Linksextremist ist, ob er Rechtsextremist ist oder ist, ob er Extremist aus irgendwelchen religiösen Gründen ist, sie alle sind eine Gefahr für unsere Demokratie und müssen deswegen ganz klar bekämpft werden. Und damit haben wir tatsächlich auch ein Alleinstellungsmerkmal als AfD. Welche Position hat in diesem Kampf die CSU? Die CSU macht genau das, was sie auf Bundesebene jetzt in der Migrationspolitik beispielsweise auch macht. Sie brüllt immer ganz laut. Aber letztlich, wenn es dann darum geht, tatsächlich was umzusetzen, dann ist die CSU eigentlich nicht da und lässt diese ganzen Geschichten zu. Wir haben jetzt beispielsweise den Markus Söder, der gesagt hat, er hat volles Verständnis für das Vorgehen der Stadt Nürnberg in Bezug auf die Einschränkung der Meinungsfreiheit, wenn es darum geht, ob der AfD-Spitzenkandidat in Nürnberg auftreten darf oder nicht. Und das zeigt, glaube ich, ganz klar, wie da die CSU mit der SPD Hand in Hand arbeitet, um gegebenenfalls unliebsame politische Konkurrenz zu versuchen, aus dem Weg zu räumen.